Es ist das Highlight des Jahres für den Heidenauer SV. Erstmalig steht der Siebtligist im Achtelfinale des Sachsenpokals gegen Zwickau aus Liga 3. Feiertag in Sachsen, 800 Zuschauer heute mit dabei. Die Gäste in Rot und Weiß konnten noch nie in der Vereinsgeschichte den Sachsenpokal gewinnen. In diesem Jahrtausend nur eine DFB-Pokalteilnahme 2016 und 17. Und hier die erste Chance für Johann Gomez in der ersten Minute für den FSV. 1,5 Stunden Anreise für den Gästeanhang. Zwickau zuletzt mit einem 0:0 gegen Dynamo Dresden. Bis zur 27. Minute verteidigt es Heidenau, Tabellenzweiter der Landesklasse Mitte, recht gut. Und hier zeigt Torhüter Marcel Zönchen sein ganzes Können. Starker Reflex gegen Dominik Baumann. Der HSV kassierte erst 13 Tore in 12 Ligaspielen. 8 Pflichtspiele in Folge wurden gewonnen. Alexander Kafkic, Markus Pechtel und in der Mitte Tobias Matschke. Erstes Ausrufezeichen der Heidenauer gegen 4 Klassen höher spielende Zwickauer. Doch die Schwäne wurden ab Minute 34 zwingender. Das ist Baumann. Von Schrötter. Auf Gomez, Johann Gomez, 1:0 Zwickau. Gomez mit seinem 3. Pokaltor. Ebenfalls 3-mal traf er bisher in der Liga. Heidenau zu passiv in dieser Szene. Und das nutzen die Gäste hier aus und erzielen das Führungstor. Zwickau zwar auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga, aber mit aufsteigender Form. Der 3-malige DDR-Pokalsieger mit nur einer Niederlage aus den letzten 4 Spielen. Und nur 2 Minuten nach dem Treffer von Gomez legt der FSV nach. Davy Frick mit dem 2:0 für die Gäste. Der HSV hielt 30 Minuten gut mit. Aber dann der Doppelschlag der Zwickauer. Vorarbeit Hermann und dann rutscht der Ball durch zum langen Pfosten. Frick mit dem Kopf ans eigene Knie. Und der Innenpfosten hilft auch noch mit. 40. Minute, Eckball, Robert Hermann. Schnell ausgeführt. Der Rückraum nicht abgedeckt. Und Mike Könicke zieht einfach mal ab. Traumtor des 34-Jährigen. Ein Tor für das Tor des Monats. Schöner Schlenzer, den trifft er perfekt. Auch hier wieder keine Chance für Marcel Zönchen im Kasten der Heidenauer. Thomas Lauke und sein HSV lange gut mitgehalten. Doch Enochs Jungs machen es noch vor der Pause mit 0:3 deutlich. Ganz zur Freude der mitgereisten Zwickauer. Oh, schalalalalala. So, jetzt machst du erst eine Halbzeit auf. Also, erste Halbzeit, ja, schönes 3:0, aber habe ich nicht anders erwartet. Ja. Ja. Was gibt es sonst sozusagen? Bierpreise 1A, also top. 3 Minuten gespielt im 2. Durchgang. Es ist das letzte Pflichtspiel für die Gäste bis zum 13. Januar. Joe Enochs fliegt nach der Partie für 2 Wochen in die Heimat, nach Kalifornien. Und wünscht sich natürlich ein Weiterkommen für seine Jungs. Gomez steckt durch. Auf Hermann! 4:0 aus Sicht der Gäste. Ganz bitter für die Heidenauer. Direkt nach Wiederbeginn der Traum vom DFB-Pokal wohl geplatzt. Die Frauen des HSV erreichten diesen 2012. Die Männer verkaufen sich heute aber teuer. Und haben hier eine Chance über Markus Pechtel. Gute Vorstellung des ehemaligen Oberligisten. 2011-12 gelang dem Heidenauer SV der Aufstieg in die 5-klassige Oberliga Nordost. Und der HSV steckt immer noch nicht auf. Die 60. Minute. Tobias Matschke zündet den Turbo und ist von Profispieler von Schrötter nur noch mit einem Foul zu stoppen. Schiedsrichter Daniel Kresin zeigt folgerichtig auf den Punkt. Es ist die Chance für Heidenau auf ein Tor gegen den Drittligisten. Fied Totenwald schnappt sich die Kugel. Ein sicherer Schütze tritt an gegen Max Sprang. Und Totenwald verwandelt. Eiskalt in die Mitte. Die Nerven muss man erstmal haben. Heidenau 1, Zwickau 4.
stark verwandelter Elfmeter und das Ehrentor für den Heidenauer SV, der sich hier heute teuer verkauft. Schlusspunkt in dieser Partie, technisch feiner Außenriss passt auf Vogt. Der war zuvor eingewechselt worden. Vogt mit dem 5:1. Zwickau eine Runde weiter. Heidenau mit einem großen Fight. Keeper Marcel Zöntchen mit einer starken Leistung. Ja, man muss sagen, als Heidenauer, gebürtiger Heidenauer, ist das schon ein Highlight für uns gewesen hier heute. Ich weiß nicht, wurde nicht angesagt, wie viele Zuschauer es gewesen sind, aber ich schätze mal so 800 waren es. Es war für ein Heidenauer SV absolutes Highlightspiel der letzten Jahre oder für die letzten Jahre und seitdem es ein Heidenauer SV gibt. Einfach nur geil, kann man bloß sagen. Einfach nur geil. Und wie du schon sagen durfst, wir haben uns gut aus der Affäre gezogen, denke ich, mit dem 5:1. Wir haben einen Treffer erzielt und es hat gepasst, denke ich. Aber wir haben den Gegner sehr ernst genommen, wir haben sehr seriös gespielt und deswegen war es halt der Sieg ungefährdet. Was halt danach kommt, müssen wir halt erstmal abwarten, was halt wer zugelost wird. Natürlich nehmen wir den Pokal sehr ernst. Wir wissen halt, wie wichtig es ist für uns im Verein, eine mögliche DFB-Pokalteilnahme zu haben. Und deswegen nehmen wir es sehr ernst und wir glauben an uns und wir wissen, dass halt Aue und Dresden halt auch im Pokal noch sind und Chemnitz und wie die alle heißen. Deswegen ist es halt nicht einfach, aber wir glauben an uns. Ein besonderer Tag für jeden Heidenauer. Jetzt gilt es, in dieser Saison den Aufstieg in die Sachsenliga zu schaffen.